Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silver und dieses ist jetzt der Film 2 zu unserem Thema der Sehnsucht nach Nähe und der Angst, da verletzt zu werden und uns vielleicht auch in die Einsamkeit da zurückzuziehen und so etwas. Ich möchte hier mal hinschauen zu dem Thema, welcher Typ bin ich eigentlich? Wie viel Nähe brauche ich eigentlich? Wenn wir jetzt mal die Bandbreite ganz aufziehen von ich bin der Freiheitsliebende, ich möchte viele Sachen alleine machen, ich möchte manche Themen für mich behalten können und so etwas, bis zu dem, den wir dann so gerne bezeichnen als den, der klammert. Und da mal zu schauen, wo man selber steht. Und das dann auch zu kommunizieren, das, glaube ich, habe ich in der Vergangenheit nicht gut hingekriegt. Ich war immer mehr der Meinung, mein Umfeld müsste das erahnen, welcher Typ ich bin. Aber Hellsehen ist noch nicht so verbreitet und ich kann das eigentlich auch nicht. Ich verlinke hier unten mal die Filme zu dem Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Das ist kein Liebesroman, sondern ein Sachbuch. Da geht es um die Frage, was brauche ich, um mich geliebt und anerkannt zu fühlen. Das spielt hier ein bisschen mit rein. Also um bei der Bandbreite zu bleiben, ich kenne Paare, wo jeder noch seinen eigenen Freundeskreis hat und da alleine unterwegs ist und das bereichernd mit in diese Beziehung hineinbringt. Und ich kenne Paare, wo keiner was ohne den anderen unternimmt und die sind genauso glücklich. Also da mal zu wissen, wo stehe ich und so. Und das andere ist die Frage, wie gehe ich eigentlich selber damit um, wenn andere sich mir gegenüber öffnen, wenn sie sich verletzbar machen, wenn sie mir Sachen zeigen, wo sie vielleicht Schwierigkeiten haben, wo sie in der Vergangenheit versagt haben, wo sie Zukunftsängste haben oder was weiß ich. Was mache ich denn dann? Also ich muss eingestehen, peinlicherweise habe ich früher geglaubt, ich müsste da helfen und habe dann Ratschläge gegeben und habe gemeint, oh, mit den Eltern gehst du am besten so um und in der Firma kannst du das vielleicht so und so machen und schau doch mal, ob das was für dich ist und so. Das ist überhaupt nicht gefragt, sondern es ist Verstehen gefragt, zuhören, vielleicht nochmal nachfragen, wie ist das da, wie fühlst du dich da und so. Und erst wenn jemand fragt, hast du da eine Idee, wie ich das machen könnte, dass man dann damit rausrückt. Aber ansonsten sich wirklich bewusst sein, dass da gerade ein ganz kostbares Schatzkästchen aufgemacht wird, wo nicht jeder reingucken kann, sondern dass das was mit Vertrauen zu tun hat, wo man sich da öffnet und das auch entsprechend behandelt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wo wir, denke ich, auch hinschauen können und sollten, ist als Beispiel, mein Partner sagt mir, er hat mit dem Job keine Lust mehr, würde am liebsten hinschmeißen, das und das läuft da alles so falsch und es ist für ihn eigentlich unerträglich geworden. Und er wüsste zwar auch nicht ganz genau, ob er da so schnell einen neuen Job findet, denn in seinem Alter könnte das ja auch ein bisschen schwierig sein oder so. Und dann mal zu schauen, was rattert dann eigentlich bei mir los? Sind das Ängste wie, oh, sein Gehalt ist aber bei uns im Familienbudget fest eingeplant und was passiert da? Und ich fange dann womöglich an, und wieso, es ist doch gar nicht so schlimm und letztes neulich wurdest du doch da noch gelobt und so was und das geht doch wieder vorbei und schau mal, weil ich mit meinen Ängsten nicht umgehen kann. Also da spielt jetzt wieder der Film 1 mit rein, wo wir erkennen, es hat gar nichts damit zu tun, dass der andere mich verletzen will oder so, sondern das sind die Probleme auf der anderen Seite. Und meine Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt, dass ich gehofft hatte, der würde mich verstehen und mich da abholen, wo ich da gerade stehe. Also nicht erfüllte Erwartungen haben mich enttäuscht. Entschuldigung bitte. Aber da geht es gar nicht um Verletzen oder so etwas, sondern das passiert aus diesen Situationen heraus. Oder ein Beispiel so aus dem Freundeskreis. Ne? Wenn ich jetzt nach einiger Zeit zum Telefon übergreife, rufe meine Freundin an und will mich da wieder verabreden und dann höre ich am anderen Ende, ach, du lebst noch, ich dachte, dich gibt es gar nicht mehr, du hast dich so lange nicht gemeldet. Da sagt bei mir gleich alles weg, muss ich nicht haben. Also ich brauche Beziehungen, wo man da weitermacht, wo man damals auseinandergegangen ist und man das Gefühl hat, man hat sich gerade gestern getroffen. Weil man weiß, der andere hat auch so ein trubeliges Leben und da ist einfach was dazwischen gekommen und Ende. Das hat nichts mit Ablehnung zu tun, das hat nichts damit zu tun, na, ich bin für den nicht mehr so wichtig oder sowas.
Speck raus. Also da zu schauen, wo bin ich selber, was mache ich, wie gehe ich mit Nähe, mit dem Bedürfnis nach Nähe anderer um, wie kann ich das aushalten und so etwas. Und ich denke, das sind auch nochmal ganz spannende Punkte. Und wie wir ja gelernt haben, unser Umfeld verändert sich am besten, wenn wir bei uns selber anfangen, wenn wir da hingucken. Und dabei wünsche ich jetzt ganz viel Spaß und sage Tschüss.